wäre man im Fantasyland. Kommunikation mit der Umgebung, mit sich selbst und mit anderen Menschen. Und das macht Spaß. Ich bin offener geworden, also offener auch in Begegnungen, wie ich mich selber wahrnehme, dass sich mein Alltag dadurch auch verändert. Manchmal ist es so, wie wenn sich zwei Seelen berühren. Die Kontaktimprovisation ist eine Tanzform, die, und das ist die Besonderheit, die als Grundbewegungsimpuls die Berührung zwischen zwei Menschen hat.